Heute, was geht ab, Leute? Ja? Auf dem Weg in die frontale Höhle. Raid-Stunde. Arenen, die ich noch nicht auf Gold habe. Ich liebe es hier zu raiden. Auf jeden Fall haben wir eine Menge Sachen. Erstmal blende ich hier neben mir einen Glückstausch ein von heute. Und der ist besonders. Das ist mein erstes erlöstes Shiny, was ich mir ertauschen konnte. Denn ich betrachte erlöste Pokémon, erlöste Shinies höher als normale Shinies. Dementsprechend sagen wir, ich habe mir jetzt ein, wie heißt der nochmal, Damiplex ertauscht, Shiny, erlöst. Und das ist für mich höher gewertet als ein normales Shiny Damiplex. Dementsprechend brauche ich kein Shiny Damiplex, weil ich das die bessere Version sozusagen habe für mich. Dementsprechend jedes Mal, jeden Monat, wenn neue rauskommen, gibt es irgendwelche Pokémon, die ich dadurch dann nicht mehr brauche oder die ich schon habe, aber dadurch sozusagen entwertet werden. Wie zum Beispiel jetzt ist ja neu rausgekommen Tarnel, Flunkiefer und Pinsir. Alle drei habe ich zum Glück noch nicht in Shiny Lucky. Hätte ich sie schon in Shiny Lucky, bräuchte ich sie aber nochmal in Shiny Lucky erlöst, weil das für mich besser ist. Auf jeden Fall ein sehr netter Fund. Grüße gehen raus an Patrick, vielen Dank. Und ja, neues Event wurde angekündigt, das startet Ende Februar. Was soll man sagen, Niantic, was ist da los? Ich mache dazu vielleicht noch ein eigenes Video, weil das ist so verrückt. Es kommt einfach alles mit Partyhuten in Shiny raus, also zum Glück sind wir keine Partyhutsammler oder allgemein Hutsammler, Formensammler. Ich brauche nur eins in Shiny Lucky, beste Form natürlich, offensichtlich. Deswegen, mich juckt es nicht, aber viele, die dann alles sammeln, sind jetzt dadurch überfordert, weil, Alter, es kommt einfach alles. Und dann kommen auch noch Klon-Pokémon, Klon-Pikachu und wenn da jede Form sammelt, ja, viel Spaß dabei. Und Rüstungsmythe kommt zurück, den können wir uns aber gönnen. Da gönne ich mir auf jeden Fall hoffentlich einen 100er für meine Mewtwo 100er Sammlung. Und eine Sache habe ich noch, was sehr, sehr Besonderes, das zeige ich euch gleich. Okay Leute, das Besondere, was ich euch noch zeigen wollte. Ah ja, und es gibt während des Events zwei Spezialtausche am Tag. Das ist eine gute Gelegenheit für mich. Das hat Niantic übrigens sehr clever gemacht, weil jetzt hatten wir ein Event, wo wir eine Menge Glücksfreunde bekommen haben. Und das ist eine gute Gelegenheit, dann die ganzen Glücksfreunde, Glückstausche abzuarbeiten. Auf jeden Fall habe ich hier was Saftiges für meine Wand. 10 Magnete. Da konnte ich nicht widerstehen. Aber nee, das ist nicht das Besondere, was ich euch zeigen wollte. Gehen wir mal hier lang. Ich habe nämlich noch einen 100er Lapras. Ich habe es endlich bekommen, Leute. Heute Morgen richtig random. Einfach so einen Stop mitgenommen. Unterwegs. Und es hat gereicht. 14. Wir erlösen das. Und es ist endlich da, das 100er Lapras. Jetzt fehlt nur noch Taugos von den normalen und Mew, Zapdos, Arctos, Lavados. Endlich! Wow! Wollt ihr mal sehen, wie viele Lapras ich habe im Pokédex? Wahrscheinlich gar nicht so viele. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht so viele Rocket Stops gemacht. Kann es echt nicht einschätzen. 441. Und da ist er. Erlöst 1, 100%. Guter Tag, Leute. Auch wenn heute raid-technisch nichts mehr abgeht, bin ich trotzdem zufrieden. Aber trotzdem hoffe ich auf einen 100er. SOS, Leute. Seht ihr das? Es sind 4 Arenen blockiert. Shit, was machen wir jetzt? Raid-Stunde fängt gleich an. Oh mein Gott, ich muss mir was einfallen lassen. So, erster Raid läuft. Das ist auch mein erster Raid gesamt von dem. Ist ja auch erst seit heute am Start. Und ihr wisst, seitdem es die Raid-Stunden gibt, raidet man eh nicht mehr normalerweise. Nur noch zur Raid-Stunde. Bezüglich 5 und so halt. Haben wir dann zum Video gemacht. Gut sind Elektro und Gestein, weil der ist Flug. Glücksteil ist sogar an. Heute sogar ein paar Levelaufstiege noch. Aber davon habe ich nicht mehr viele, denn ich habe eigentlich nur noch beste Freunde, mit denen ich Glücksfreunde werden kann. Deswegen habe ich auch so viele während des Events geschafft. So.
Ich hatte gerade noch die Zahl im Kopf, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall nicht 18:57. 19:11 oder sowas. So, gefangen. Deckseintrag. Relativ leicht zu fangen, abgesehen davon, dass er halt nach links und rechts geht und das ein bisschen Zeit kostet. Oh, ein krasser Hintergrund, Mann. Und richtig schlecht. Nummer 2. Schauen wir mal. Heute gehen leider nicht so viele. Wie gesagt, 4 gehen sind. Ach, Digga, der ist noch schlechter geworden. Ich dachte, wir sind schon relativ low, aber das ist low. Böser Gin. Jetzt kommt ein bisschen EP rein. Grüße gehen raus an alle. Wir nähern uns der 300 Millionen. Das war's. Feedcheck für euch. Es ist Ende Februar, hätte ich eigentlich 340 Millionen EP erreichen sollen. Wir sind 50 Millionen EP im Minus. Aber egal. EP-Zeiten sind vorbei. Okay, Leute, es sieht nicht gut aus für viele Raids. Wir sind nur noch 3 Leute. Der Rest ist einfach nicht mehr am Start. Und einer von denen ist demnächst auch nicht mehr am Start. Zusätzlich halt 4 Agen blockiert. Also jemand da oben will nicht, dass wir heute viele Raids machen. Aber, wie gesagt, wir haben schon 2 Highlights heute bekommen. 100 Laplas erlöst und Shiny erlöst Lucky Standler. Wie heißt der auf Deutsch? Damian Flix. Sorry. Und der Kleine hat einen 98er gefangen, gerade eben, aber es ist halt der Kleine und er braucht den nicht. Aber ich versuche noch ein paar zu machen. Agenda-Punkte gehen auf jeden Fall. Ansonsten, nächste Raid-Stunde halt wieder. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Hattet ihr Glück? Hab schon gesagt, falls ihr mich und den Kanal unterstützt wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Falls nicht, jetzt habe ich es 2-mal gesagt. Kann ja nicht schaden. Und 18:86, der Beste, aber bei weitem nicht gut genug. Wir haben Halbzeit, Leute. Das ist, glaube ich, der... Warte mal. 1, 2, 3... Das ist der erste, 4. Raid. 4. Raid. Oh Mann, ist das traurig. Und alle Agenten sind blockiert. Vor uns die nächsten 3 sind auch blockiert. Heute soll es echt nicht sein, Mann. Wir könnten da unten noch den einen machen oder wir springen die 3 und machen vielleicht da noch 3 oder sowas. Kritisch, sehr kritisch. Was ist das, Mann? Was ist das für ein Team? Wieso? Wieso sind 3 Elektro-Pokémon tot? Ja, also sehr kritisch, Leute. Heute unser ganzes Glück aufgebraucht. Das war mir aber schon klar. Ich hatte so ein Gefühl. Ich sehe so in der Früh 100er Lapras. Und dann sehe ich beim Tausch so. Meine Standardfrage ist: Wie sehr hängst du denn an Punkt, Punkt, Punkt? Und er so: Gar nicht, kannst du gerne haben. Ich so: Saftig. Da wusste ich, okay, wir haben es bereits ausgereizt, unser Glück. So. Was hast du zu bieten, Bogios? Der heißt auf Englisch richtig, der hat einen richtig coolen Namen. Und Bogios passt halt so gar nicht, die Übersetzung. Der Kleine hat übrigens genau denselben nochmal bekommen, also der hat jetzt 2,98 einfach. Richtig dreist, der Kleine. Oh mein Gott, Leute. So ein leidender Kampf. So noch eine Kollegin übrig. Ein letzter strammer Soldat. Dementsprechend ist es auch zäh, aber natürlich machbar. Auch Duo machbar. Hat nichts vergessen, wir haben einen Kleinen dabei, der gar nicht mehr kämpft. Und 18:79 wurden leider dafür nicht belohnt. Schade. Der letzte Raid, Leute. Ich meine, wir haben noch 2 Minuten, wir könnten theoretisch den wegschmeißen und da rüberlaufen, aber muss nicht sein. 18:92 sogar der Beste für heute. 18:92, 91er, 93er, 96, 93 vielleicht, aber juckt ja nicht. Yo, wir sind wieder zurück, es ist der nächste Morgen. Gestern, ja, Raid-Stunde, Moment. Irgendwelche random Bauarbeiten.
Gestern die Rage-Runde, leider nicht so erfolgreich. Nur 6 Stück gemacht, davon 5 gefangen. Davon leider keiner gut gewesen. Aber wir haben noch viele Rage-Runden vor uns und viele Raids. Hauptsache Arena-Punkte. Und wie gesagt, das Glück schon bereits aufgebraucht. Für endlich 100er Lapras. Endlich! Gen 1 jetzt beinahe abgehakt. Mir fehlt noch Tauros und dann wie gesagt Zapdos, Arctos, Lavados. Vielleicht werde ich die mal jagen. Das nächste Mal, wenn sie da sind. Oder versuche mit irgendwelchen Lucky-Tauschen auf 100 zu bekommen. Ich weiß noch nicht. Jetzt sind Legendäre, ist schwer zu bekommen. Und natürlich Mew, aber geht halt nicht. Heute ist noch eine besondere Stunde. Dienstag, Spotlight, Rampenlichtstunde. Mittwoch, Rage-Stunde. Donnerstag, Bonusstunde. Es ist Doppelsternshop, ich bin am Start. Wir treffen uns, wir fahren ein bisschen und ein, zwei Raids oder so, was halt da in der Nähe ist. Genau das, was ich erwartet hatte. Also, ich habe jetzt ein paar Kommentare gelesen. Leute haben vorgeschlagen, hey, es ist halt nur eine Stunde, wieso nicht dreifach, vierfach, fünffach, zehnfach Sternstaub? Weil es ist halt nur eine Stunde, es motiviert die Leute in der einen Stunde was zu machen, weil Doppelsternstaub, ganz ehrlich, du sparst dir halt eine Stunde. Anstatt eine Stunde farmen, also anstatt zwei Stunden farmen, farmst du halt bei Doppelsternstaub eine Stunde, sozusagen. Also so einen großen Unterschied macht das jetzt nicht wirklich. Also kann ich auch befürworten. Wieso nicht dreifach, vierfach, fünffach Sternstaub? Weil es ist halt nur eine Stunde, es motiviert die Leute in der Stunde Vollgas zu geben. Und dann geht man halt wieder heim. Schreibt in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Konntet ihr euch euren ersten Burgios ergattern? Das sagst du mir, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.